Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, Leute, und das am 15. Spieltag der Bundesliga und der FC trifft auf das schwierige Umfeld aus Leverkusen, die Pillen. Und leider Gottes müssen auch wir eine weitere bittere Pille schlucken, denn wir müssen dieses Ding hier wieder aus der Versenkung hochholen. Die rote Laterne, da ist sie wieder. Ich kann nur sagen, ich glaube, ich spinne. Nicht das Spinnen, aber das Glauben, ne? Das ist im Moment ja auch wieder ein Riesenthema, ne? Ja. Denn seht hin und leset, was der Express geschrieben hat. Der hat geschrieben, ne? Eine ganze Stadt verliert den Glauben. Ja, kann sich nur um ein Missverständnis handeln. Ne? Denn der Glaube, der kümmert sich nicht um Punkte, der kümmert sich nicht um Fakten. Ne? Im Glauben, da kann man auch locker 3 Punkte haben, ohne auch nur ein einziges Tor geschossen zu haben. Und das nennt man dann die unbefleckte Punkteempfängnis. Und das passt ja wunderbar in die Vorweihnachtszeit. Leute, stellt eure Schuhe vor die Tür. Vielleicht sind morgen schon die ersten Punkte drin. Schreibt den Klassenerhalt auf eure Wunschzettel. Betet, stellt von mir aus auch Kerzen auf. Der Glaube kann Berge versetzen. Ja, das kann er. Wobei, ne, der beste Beleg dafür ist, wir haben hier nämlich keine Berge. Ne? Da muss schon mal jemand mit seinem Glauben, die muss irgendjemand weggeglaubt haben, die Berge. Ne? Sonst könnten wir hier Skifahren. Ne? Was wir aber haben, das sind Heilige. Ich persönlich glaube zum Beispiel an den heiligen Podolski. Ich glaube, ich spinne. Ja. An den glaube ich nämlich mittlerweile auch wieder. Wenn das vor ein paar Monaten jemand vorgeschlagen hätte, dass wir den Poldi zurückholen, hätte jeder gesagt, das bringt doch unser Mannschaftsgefüge völlig aus der Fassung. Heute muss man ehrlich sagen, welches Mannschaftsgefüge denn eigentlich? Und ganz im Gegenteil, ich glaube, dass der Poldi bei uns tatsächlich für eine richtige Aufbruchsstimmung sorgen könnte. Aufbruchsstimmung? Wir brauchen keine Aufbruchsstimmung, wir brauchen eine Wiederauferstehung. Sehr gut, die Wiederauferstehung des ersten FC Köln. Ja. Dazu brauchen wir natürlich mehr als unsere 11 Aposteln auf dem Spielfeld. Wir brauchen eigentlich jede Menge Beistand von oben. Ja, ja. Oder von unten. Also, ihr wisst schon, ne? Aus dem Keller meine ich. Ne? Ja, ne? Die kriegen dann da einen heiligen Segen, ja, Segen Gottes. Und dann heißt es, ein Wunder, ich kann sehen. Ja. Ich habe Beine, ich kann laufen. Apropos sehen, ne? Ich glaube ja, der liebe Gott sieht alles. Aber wir als FC-Fans, wir müssen wirklich nicht alles sehen. Echt nicht. Und schon gar nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Also tut mir doch bitte einen Gefallen, liebe Verantwortliche des ersten FC Köln. Hört auf mit dieser Filmerei. Ihr könnt doch nicht von euren Spielern erwarten, dass sie sich zu 100% auf den Klassenerhalt konzentrieren und dann mit der Kamera in die Kabine rennen und wie wild rumfilmen. Das geht doch nicht. Der ganze Verein muss volle Konzentration ab sofort an den Tag legen. Und dann schaffen wir vielleicht auch den Klassenerhalt. Ich glaube daran. Also bin ich auch noch nicht abgestiegen. Und ich glaube, es ist auch jetzt Zeit fürs Motto. Ne? Und ich glaube, ihr wisst auch schon, wie es heißt. Ne? Denn irgendwie so ein richtiges Geheimnis haben wir nicht drum gemacht. Das heißt nämlich, ich glaube, ich spinne. Weil ich immer noch dahin renne. Yeah. Und immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben habe. Ah, ja, 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 ja. Also, ne? Mit Glaube, Liebe und Hoffnung. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüß euch. Hilliendriss, das ist lecker. Ja. Weißt du, was auch gut zum Motto passt? Vor genau 2 Jahren. Ich weiß, was du meinst. Weißt du, da standen wir oder saßen hier, da hatten wir Motto, haben wir auf der Wand irgendwo, da. Ja. Punkte 3, Stunde 0. Ja. Hatten wir da. Ne? Wenn mir das einer gesagt hätte, damals, dass 2 Jahre später, nämlich heute, quasi dieselbe Situation nochmal eintritt und wir
wieder in so einer beschissenen Lage sind, hätte ich gesagt, ich glaube, du spinnst. Ne? Da seht ihr mal, ihr Spinner da draußen. Ne? Auch das, was für vollkommen unglaubwürdig halten, kann eintreffen. Im Guten wie im Schlechten. Also Leute, glaubt dran. Bis Samstag.